Ja, Chessy, das Derby 4-1 verloren, Hienig. Der Match war aber ziemlich knapp, oder? Ja, ich denke schon. Wir sind nicht so gut gewesen. Wir hatten eine Phase, in der wir nicht ganz, ganz dabei waren. Und am Schluss sind wir ein bisschen gekommen. Aber ja, leider nicht gelangt. Am Anfang haben sie sich ziemlich überrumpelt. Sie sind doch auch wie die Feuerwehr. Ja, wir haben gewusst, dass sie kommen. Gestern verloren und immer das Derby, sie kommen immer so stark. Und ja, das haben wir gewusst, dass wir nicht ganz bereit waren für das. Ihr habt gestern 7-2 gewonnen. Ist das nur der Hinterkopf gewesen, dass es gestern so einfach gegangen ist? Nein, ich glaube nicht. Man muss jedes Spiel neu anfangen. Und, ja, gestern ist es gut gegangen, Haufen Goal geschossen. Aber müssen wir heute fokussieren auf das Spiel heute. Was hat heute nicht geklappt beim Goalschießen? Ja, ihre Goalie hat gut gespielt, das müssen wir sagen. Und, wir haben viele Schüsse von außen gehabt, nicht genug von innen nach in den gefährlichen Orten. Von der Seite Defensive her kann man heute auch keinen Vorwurf machen. Oder? Also, die Hinterinnen haben ja auch sehr gut gespielt, haben aber gleich dann halt die 3 Goal kassiert und am Schluss noch einen ins leere Goal hin. Ja, ja, es war nicht so schlecht gewesen, defensiv. Ein paar Chancen haben wir gehabt, ein Breakaway haben sie gehabt, das haben sie genutzt. Und, ja, es ist eine gute Mannschaft, wenn sie Chancen hat, meistens machen sie es. Was gestern aufgefallen ist, das war die ganze Mannschaft, so also 6 verschiedene Goalschützen gewesen. Auch heute hat wieder die ganze Mannschaft einen sehr guten Einsatz gezeigt. Besonders, würde ich jetzt mal sagen, der Matt Agostini, der dort noch versucht hat, mit dem kleinen Fight einen Impuls zu setzen. Ja, ich glaube schon. Es hat mal etwas genützt. Nachdem sind wir ein bisschen stärker gekommen. Und, ja, er hat es gut gemacht. Der Matt lässt niemanden sich so angreifen. Und gut für ihn, er hat es gut gemacht. Jetzt ist ein anderes Thema, die Frage muss kommen. Du hast den Zug unterschrieben nach 4 Jahren Zambri. Kannst du uns kurz erklären, was deine Gründe sind für den Wechsel auf Zug? Es ist eine neue Challenge für mich. Ich denke, das ist der größte. Und, auch Zug ist eine gute Mannschaft, ein gutes Ort. Und, letztes Jahr im Finale und das Jahr sind sie wieder stark. Und, ja, es ist gar nicht gegen andere. Es hat mir sehr gut gefallen daher. Und, ja, bis Ende Saison bin ich noch da. Und so denke ich jetzt gerade nur auf diese Saison. Das Zugus hast du nach 17 Sekunden ein Goal geschossen gegen deine frischen Teamkameraden. Wie war das für dich? Ist das ein spezieller Moment? Nein, eigentlich nicht. Es war wirklich nur ein Match. Und, ja, ist schon schön. Das Goalschießen ist immer gut und so frei sowieso. Bringt ein bisschen ein gutes Gewissen in den Kopf. Und, aber ja, sonst ist es nicht abnormal.